Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge auf meinem Kanal mit dem Spiel Transport Fever 2. Das ist erstmal ein Test. Ich weiß noch nicht, ob noch mehr Folgen kommen, aber lasst euch einfach überraschen. So, und legen wir direkt mal los und gucken uns nach einer Karte um. Auf jeden Fall will ich gemäßigt und nicht zu groß die Karte. Wie viele Städte haben wir hier? 6 Städte, 72 Industrie. Machen wir Industrie auch noch niedrig. Industrien, 6 Städte. Ich glaube, das ist ganz gut. Natürlich lassen wir Mittel, Wasser lassen wir auch drin und Wald lassen wir auch so. Ja, ich denke, das passt so. Mal weiter. Europa will ich spielen. Startjahr machen wir 1880. Schwierigkeit lasse ich auf Mittel. Start. So, nach etwas Ladezeit sind wir dann auf der Karte angekommen. Ja, so sieht sie aus. Und als erstes würde ich die 6 Städte benennen. Nach deutschen Städten. Fangen wir hier unten an mit München. Hier oben München, Köln. Ganz oben ist Hamburg. Und hier Berlin. Hat 13 Einwohner, wäre ja ein bisschen wenig, ne? Statt Dortmund dann wäre man hier Frankfurt. So. Alle benannt sein. Jetzt gucken wir mal, wo es am besten ist, die erste Linie zu erstellen, die gleich mal ein bisschen Geld bringt. Weil im Moment, achso, ich mache gleich mal Pause. Haben wir ja 5 Millionen im Plus, aber das nur mit Kredit. Das braucht München. Ist ja immer, wenn man mit Öl anfängt, also mit Treibstoff. Düsseldorf braucht Treibstoff, hier gibt es Rohöl, da wird es Treibstoff und hier wird es so Öl. Könnte man eigentlich mit anfangen, ob es noch was Besseres gibt. Baumaterial ist auch noch relativ einfach zu stellen, aber hier ist doch das Stein. Vielleicht fangen wir auch lieber mit Frankfurt oder Hamburg an. Ich glaube, wir fangen mit Frankfurt an. Wir haben hier 186 Einwohner. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ah, die Industrie scheint hier zu sein. Hier werden wir mal einen Kopfbahnhof machen. 160 Meter ist an Länge gut.
würde ihn einfach zwischensetzen, das denke ich erstmal das günstigste. So, dann machen wir hier einen Bahnhof. Dann nehmen wir einen Durchfahrtsbahnhof, mal ruhig gleich mit zwei Gleise. Wo ist der? Da. Ich sage, setzen wir den Bahnhof hier hin. Verbinden den einfach mit einer Straße. Vielleicht die hier. Maximal 400. Das sollte für Frankfurt eigentlich reichen. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, ist die Linie. Setzen wir den Bahnhof am besten hier in die Kurve einfach. Quatsch. Bahnhof natürlich. So, hier reicht ein Gleis. So, steht. So, das Ganze jetzt nur noch mit Gleise verbinden. Die erste Strecke fertig. Wir bleiben, würde ich sagen, hier an der Straße auf jeden Fall. Da sollte es am flachsten sein, dass es nicht teuer wird. So, damit im Steinbruch angekommen und jetzt einfach von dem zweiten Gleis. Ich werde wohl mit zwei Züge am besten gleich arbeiten, weil am Anfang sind die nicht sehr schnell und auch nicht sehr viel, können auch nicht sehr viel ziehen an Waggons. Ich denke, für den Anfang ist es so okay. Muss jetzt zwar langsamer werden. Die fahren jetzt noch nicht so schnell, die Züge. So, dann verbinde ich jetzt noch das Gleis mit dem, damit wir nur ein... von hier aus nur ein Depot bauen müssen. So. Schön. So, das Depot bauen wir hier am Frankfurter Bahnhof. Da ruhig ein bisschen abseits und in die Richtung. Passen. Mal Gleise verbinden. Fertig. So, jetzt die Linien. Neue Linie. Einmal von da nach hier. Das ist dann hier in Frankfurt. Oh, Material wird geliefert. Baumaterial, genau. Und dann eine Linie von dort nach dort. Jetzt nehmen die beide eins. Aber das können wir einstellen. Das ist auch für Frankfurt Steine. So. So, hier ein Terminal soll auf jeden Fall Steine Terminal 2 nehmen. Warum geht das jetzt nicht? Achso, ne. Steine bleibt 1, Baumaterial geht auf 2. So. Müsste das passen. So. Müssten wir jetzt
noch Züge kaufen. Die Wege sind dann nicht sehr lang, also dürften auch kleinere Züge ausweichen. Jetzt sagen, wie viel Geld haben wir noch? 3 Millionen. Wir machen uns gleich die hier. Und für Steine brauchen wir diese Waggons. Mal Kapazität. Wir haben jetzt 1,5. Den nehmen wir noch einen mehr und den nächsten Zug machen wir ein bisschen kürzer, weil ich halt falsch mache. Kaufen. So, jetzt wechseln wir noch die Waggons. Baumaterial brauchen wir diesen. Naja, mal sehen, ob wir mit 20 Kapazität hinkommen. Glaube fast nicht. Ja, ein bisschen Kredit aufnehmen. 1 Million müssen reichen. Und jetzt kommen hier nochmal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nochmal. Machen wir doch gleich. Schön. So, Zug 1 ist für Steine. Zug 2 ist für Baumaterial. Und da kommen sie auch schon. Steine 94, 96, uiuiui. Wie sind denn die Raten von unseren Linien? Sehr schlecht. Normalerweise müssten wir 400 schaffen, aber brauchen wir ein bisschen Geld für. Thank you.
Anfang kann man eigentlich nur schnell laufen lassen, dass schnell Geld reinkommt und man weiterbauen kann. Später ist es dann natürlich ein bisschen besser, wenn man ganz viele Linien hat, dann kommt das Geld von ganz alleine. Oh, eine neue Lok. 40 kann die fahren. 800.000. Eigentlich müssten wir noch 5-6 mal so viele Waggons machen, dass wir die 400 schaffen, aber wir haben leider kein Geld. Feuerladen ist. Ach nee, doch, das stimmt. Sieht aber auch was voll aus. Ein Stein fehlt noch. Und die haben keine mehr. Was? Dann warten wir jetzt auf den zu, bis er den einen Stein hier noch bringt. Am liebsten erstmal den Kredit zurückzahlen, aber das dauert nicht ewig. Jetzt schon einmal Steine abgeliefert. Trotzdem noch minus. Ob es sich lohnt, einfach mehr Waggons? Ich glaube, ich nehme mal mehr Waggons rein. Wo ist die Lok? Die Lok am Anfang. Nehmen wir mal Kredit auf. 3 Millionen. Fahrzeug verwalten und dann tauschen wir die Lok aus mit denen und dann so, 530 minus. Ach, schon wieder falsch Waggons. Jetzt erstmal auf Maximum. So, Zugkraft mittelmäßig ist so, okay. Wie schafft er jetzt? 88. Ist am Anfang echt schwierig. Aber wir lassen den jetzt so. 22 Waggons. Von den restlichen Millionen stocken wir den jetzt noch ein bisschen auf. Selbe Lok. Dann gucken wir mal, wie viel wir noch kriegen können. Das war's. Und erwischt. Immerhin 15 Waggons. Gut, und weiter geht's. Das sieht ganz schön komisch aus. Ineinander geglitscht.
10% decken wir schon ab. Mit den 100%. Da haben wir jetzt schon 119 Einwohner. Super. Der Stein zwischen. Von 400. Wir machen 800.000 Minus. Ja, der Zug sollte sich jetzt schon ein bisschen mehr lösen. Spielstand, da habe ich schon Milliarden, da kann ich ohne Bedenken irgendwelche Sachen machen. Ich muss mich jetzt echt wieder aufpassen. Sieht natürlich nicht so schön aus mit dem Hügel hier. Aber irgendwann mache ich es dann schön. Schon echt cool aus den Zügen. Na gut, also erste Folge, denke ich, reicht es für die erste Folge. Wir haben die Städte benannt und haben hier jetzt mit Frankfurt angefangen, hier so ein bisschen die Ressourcen zu decken. Sind jetzt bei 50% für Stein und haben jetzt mit 91 Einwohnern, glaube ich, angefangen, jetzt 123. Oh, Straßenbahn. Ja, vielleicht machen wir in der nächsten Folge hier ein bisschen Nahverkehr bei Frankfurt. Was brauchen wir auf Frankfurt noch? Werkzeuge ist ein bisschen komplizierter herzustellen. Ist auch relativ nah. Aber vielleicht können wir uns ja dann danach irgendwann um erstmal um eine andere Stadt mal gucken. Wer ist voll geworden? Lassen wir den noch in Frankfurt ankommen. Ja. Ja, weil ich das gefallen hat, dass ich gerne glaubt habe, vielleicht kommt noch eine weitere Folge.